Nixi hat in den letzten Jahren ein paar richtig gute Controller für die Switch herausgebracht. Vor allem GameCube-Fans haben mit dem Hyperion Pro oder dem Wizard richtig geile Joy-Con-Alternativen erhalten. Aber mit dem neuen Warrior-Controller hat sich Nixi nun selbst übertroffen und den nahezu perfekten Controller veröffentlicht, der nicht nur mit der Switch, sondern auch mit dem GameCube genutzt werden kann. Ach ja, und am PC oder am Android-Gerät könnt ihr den Warrior ebenfalls anschließen. Was will man da mehr? In diesem Video zeige ich euch, was den Warrior in meinen Augen so besonders macht. Ich spreche über alle Ausstattungsmerkmale des Controllers und habe euch gleich vier Use Cases mitgebracht, wie ich den Controller in meinem Setup nutze. Also, lasst uns loslegen. Eins vorweg, das Video ist von Nixi gesponsert, das wollte ich der Transparenz halber erwähnen. Wer mich kennt, weiß aber, dass die hier dargebotene Meinung meine eigene ist und das Sponsoring keinen Einfluss auf mein Fazit hat. Inzwischen habe ich viele Nixi-Produkte getestet und als sie mich fragten, ob ich über den Warrior sprechen möchte, konnte und wollte ich nicht Nein sagen, da ich von Nixis Qualität schon lange überzeugt bin und denke, dass sie auf dem Markt von allen Drittherstellern die besten Controller und Joy-Cons für Switch abliefern. Aber gut, sprechen wir jetzt ausgiebig über den Warrior. Dieser ist, wie anfangs gesagt, nicht nur in Verbindung mit der Switch nutzbar, sondern unter anderem auch mit dem GameCube, was im Vorfeld natürlich meine Neugier geweckt hat. Wer ebenfalls bereits neugierig geworden ist und nicht warten kann, darf gerne auf den Link in meiner Videobeschreibung klicken und mit meinem Rabattcode ein paar Euro beim Kauf sparen. Ihr kennt das Prozedere ja bereits. Kann der Warrior meinen Wavebird oder auch den Retro Fighters GameCube Controller ersetzen? Das fragte ich mich seit der Ankündigung des Warrior. Denn für mich war klar, dass ich den Controller eher an meinem GameCube verwenden und damit weniger Switch-Spiele zocken würde. Einfach schon aufgrund der Button-Billigung, aber dazu gleich mehr. Die Frage kann ich auf jeden Fall schon einmal mit einem dicken Ja beantworten, auch wenn es sich beim Warrior definitiv um einen Switch Pro Controller handelt, der auch mit dem GameCube genutzt werden kann und nicht umgekehrt. Das merkt man an ein paar Buttons und auch Designentscheidungen, die ich persönlich anders gemacht hätte. Und wo wir davon sprechen, lasst uns doch einen genaueren Blick auf den Controller werfen. Erhältlich ist der Warrior in drei Farben, lila, schwarz und orange. Dabei entsprechen alle drei Farben auch offiziellen Farbvarianten des GameCube. Wer von euch also eine indigofarbene, eine schwarze oder auch eine orangene GameCube besitzt, findet hier den passenden farblichen Controller. Von der Form her erinnert der Warrior am ehesten an den Wavebird Controller von Nintendo. Einfach weil bei diesem das Gehäuse unter das D-Pad und den C-Stick ragt. Das ist natürlich Geschmackssache, im Übrigen wie der gesamte Look des GameCube Controllers und ich persönlich mag das schmale Design des Original Controllers lieber, jedoch hat das breite Gehäuse beim Warrior etwas mit den zusätzlichen Buttons auf der Rückseite zu tun, auf die ich gleich eingehe. Wenn man den Warrior in Händen hält, fällt das Gewicht positiv auf. Mit 281 Gramm ist der Controller fast 100 Gramm schwerer als ein Original GameCube Controller und sogar etwas schwerer als ein Switch Pro Controller. Das dürfte all jenen gefallen, die den Wizard oder auch den Hyperion Pro als zu leicht empfanden. Hier hat Nixi auf jeden Fall nachgebessert und ein tolles Upgrade abgeliefert. Ich finde, der Warrior liegt vom Gewicht und vom Handling ähnlich gut in der Hand wie ein PlayStation 5 Controller. Übrigens bietet der Warrior neben Gyrosensoren für Bewegungssteuerung auch echtes HD-Rumble. Damit ist das der erste mir bekannte Third-Party-Controller, der die gleiche Technologie nutzt wie der original Nintendo Switch Pro-Controller. Einzig das NFC-Feature fehlt, ist jedoch auch nichts, was ich schmerzlichst vermisse. Dafür kann sich aber der Rest durchaus sehen lassen. So besitzt der Warrior zwei Hall-Effekt-Analog-Sticks, die durch ihre Magnettechnologie nie physischen Kontakt zur Platine haben. Damit gehört das Stick-Drift-Problem der Vergangenheit an. Nun sind Hall-Effekt-Sticks bei anderen Switch Pro-Controllern keine Seltenheit mehr, aber mit dem Warrior bekommen wir den ersten GameCube-Controller mit dieser Technologie und das feiere ich sehr. Dabei bietet der linke Stick ein konkaves Design, also einen nach innen gebeugten Stick, wie es auch andere Controller aufweisen. Rechts sitzt ein vom Originalcontroller bekannter C-Stick, der im Warrior ein wenig größer wirkt. Wem das nicht zusagt, der kann beide Sticks tauschen. Die oktagonalen Stickringe, wie es sie übrigens auch schon beim Original GameCube Controller gab, lassen sich aufdrehen und sogar komplett durch runde Ringe tauschen, wie man es aus anderen modernen Controllern kennt.
Wer also nicht viel mit dem achteckigen Ringdesign und den C-Sticks anfangen kann, darf sich gerne einen normalen gelben Analogstick und runde Ringe einbauen. Fertig ist der Warrior mit moderner Stickausführung, die sich übrigens auch auf dem GameCube ideal dazu eignet, Ego-Shooter zu spielen. Wobei ich in meinem Fall dennoch am oktagonalen Ringdesign festgehalten habe, da ich den Warrior wie gesagt nur in Zusammenspiel mit GameCube-Games nutze. Schade ist, dass Nixie kein alternatives Design für den linken Stick anbietet. Das konkave Stick-Design ist zwar modern und auch gut verarbeitet mit dem rundliegenden Grippenmuster, jedoch hätte ich mir einen konvexen Stick im GameCube-Design gewünscht. Das hätte den Warrior in meinen Augen perfektioniert. Ansonsten kann man an die Sticks und ihre Qualität einen Haken dran machen. Schön finde ich, dass Nixie uns hier die Möglichkeit bietet, unser präferiertes Design zu nutzen. Die zusätzlichen Ringe und Stickaufsätze liegen jedoch nicht im Lieferumfang bei, können aber bei Bedarf für ein paar Euro dazu bestellt werden. Das nur so am Rande. Ebenso wie bei den Sticks kommt auch bei den Triggern die Hall-Effekt-Technologie zum Tragen. Aber das ist noch nicht alles. Ähnlich wie das Xbox Gamepad Pro X von Snakebite bietet der Warrior eine Mechanik, mit der man die ZL- und ZR-Trigger zwischen digitalen und analogem Gebrauch umschalten kann. Durch zwei kleine Schalter auf der Rückseite des Controllers lassen sich die Schultertasten umschalten. Nutzt man den Warrior beispielsweise an der Switch, schaltet man die Trigger in den digitalen Modus, da die Switch bekanntermaßen keine analogen Trigger unterstützt. Damit reagieren die ZL- und ZR-Trigger wie Buttons und bieten einen kurzen Druckweg. Nutzt man den Warrior aber als GameCube-Controller, kann man die Trigger in den analogen Modus schalten. So erhält man komplett analoge Schultertasten, die auch den Super Mario Sunshine-Test bestanden haben. Es existiert zwar kein zusätzlicher Druckpunkt am Ende, wie bei einem Original-Controller, jedoch lässt sich Mario mit der Wasserdüse komplett bewegen und erst wenn ich den Trigger ganz durchdrücke, bleibt der Klempner stehen. Also alles genau richtig. Was die R- und L-Schultertasten angeht, so haben wir es hier mit optischen Mikroschaltern zu tun, die dahinter sitzen und einen minimalen Druckweg garantieren, fast schon wie bei einer PC-Maus. Die gleiche Technologie kommt auch bei den Face-Buttons zum Einsatz. A, B, X und Y bieten ebenfalls alle optische Mikroschalter und lassen sich dementsprechend sehr schnell und ohne jegliche Latenz eindrücken. Das dabei entstehende Klickgeräusch ist äußerst befriedigend und erinnert wirklich am ehesten an den Klick auf einer PC-Maus. Diese Mikroschalter bieten einen sehr kurzen Druckweg und machen die Buttons des Warrior-Controllers in meinen Augen zu den besten Knöpfen, die ich bisher in einem Nixie-Controller gesehen habe. Die restlichen vier Buttons auf der Frontseite dienen der Menüführung auf der Switch und bieten abwechslungshalber mal nichts Erwähnenswertes. Ganz anders die beiden zusätzlichen Buttons auf der Rückseite. Diese liegen innen an den beiden Griffen und sind sehr gut mit den Mittelfingern zu erreichen. Wie von anderen Controllern bekannt, lassen sich die beiden Buttons programmieren, was sicherlich bei dem ein oder anderen Switch-Spiel Sinn macht. Ich bin und war jedoch nie der große Freund solcher rückseitigen Buttons. Umso mehr feiere ich deshalb die Möglichkeit, diese Buttons ganz zu entfernen. Dafür kann man die Blende mit den Buttons einfach abnehmen und durch eine Blende ohne Buttons ersetzen. Richtig geil, dass Nixie hier die Möglichkeit bietet, es sich so einzurichten, wie man es persönlich am liebsten hat. Last but not least möchte ich den Elefanten im Raum ansprechen, das D-Pad. Auf den ersten Blick wirkt das Steuerkreuz ein wenig bizarr. So ist es kein Kreuz, sondern ein Kreis, auf dem das Steuerkreuz hervorgehoben wird, ähnlich wie seinerzeit bei dem Sega Saturn Controller. Und was als erste echte Fehlentscheidung beim Warrior anmutet, entpuppt sich in der Praxis als eine ideale Möglichkeit, Kampfspiele und andere Games zu zocken. Denn seht ihr, auch das D-Pad besitzt optische Mikroschalter, und zwar 8 Stück, jeweils zu allen Richtungen. Drückt man nun beispielsweise nach rechts, hört man den befriedigenden Klick und weiß, dass die Eingabe hundertprozentig genau erfolgt ist. Aufgrund der Größe des D-Pads kamen während meiner Testphase auch keinerlei Fehleingaben zustande. Die D-Pad-Scheibe reagierte auf alle meine Eingaben und auch das Spielen von GBA-Games via Game Boy Player war kein Problem. Es ist gewöhnungsbedürftig, ja, aber auf jeden Fall deutlich besser als das Mini-D-Pad des Original GameCube-Controllers. Und damit hätte ich euch alles gezeigt, was den Warrior-Controller ausmacht.
die vier kleinen LEDs an der Unterseite, den kleinen Pairing-Button neben dem USB-C-Slot sowie den Nixie-Button zum Pairen auf der Vorderseite habe ich mal nicht erwähnt, da diese Buttons und LEDs ja eigentlich selbsterklärend sein müssten heutzutage. Vielleicht noch eine kurze Info zur Akkulaufzeit. Verbaut ist ein 900 mAh Akku, der bei mir locker 10 bis 12 Stunden Spielzeit bot, bevor ich den Controller wieder aufladen musste. Das ist zwar nicht so lange wie ein Original Pro Controller von Nintendo, aber dennoch absolut sehenswert, wie ich finde. Aber wie schlägt sich der Warrior denn nun in der Praxis? Nixie hatte mir alle drei Farbvarianten zum Testen geschickt und ich habe für mich persönlich gleich mehrere Use Cases ausgemacht, die ich euch nun näher vorstellen möchte. So ist der Warrior primär ein Switch Pro Controller. Da ist es klar, dass ich zahlreiche Switch Games damit ausprobiert habe. Das Pairing klappte auf Anhieb, was ich auch erwartet habe. Einfach in die Controller-Einstellungen der Switch gehen, auf den kleinen Pair-Button auf der Oberseite des Controllers drücken und einen Moment lang warten. Zack, erkennt die Switch den Controller und es kann losgehen. Aufgrund der Größe und des Gewichts macht es sehr viel Spaß, diverse Switch-Games damit zu spielen. Und vor allem Spiele wie Paper Mario oder Metroid Prime, also ehemalige GameCube-Spiele, lassen sich mit dem Warrior exzellent steuern. Wirklich nutzen werde ich den Controller an der Switch aber eher nicht. Und das liegt einzig und allein an der Buttonbelegung. Diese war auf dem GameCube damals bereits sehr einzigartig, mit dem in der Mitte liegenden A-Knopf und den drumherum liegenden B, X und Y-Buttons. Aber das war durchaus so gewollt, da die meisten GameCube-Spiele den A-Knopf als zentrales Element nutzten. Das sieht heutzutage leider anders aus. So springt man zum Beispiel in Mario Wonder mit dem B-Knopf und das gestaltet sich mit dem Warrior leider als wenig intuitiv, da der B-Knopf im Verhältnis sehr klein ist. Es kommt wirklich ganz auf das Spiel und die Knopfbelegung an, ob ich den Warrior mit der Switch nutzen wollen würde. Wie gesagt, ein Paper Mario spielt sich damit hervorragend, da man alle Aktionen im Kampf mit dem A-Button triggert. Gleiches gilt für Metroid Prime. Für alles andere nutze ich lieber den Hyperion Pro. Dieser hat auch eine GameCube-Optik, besitzt aber normale Buttons. Was die Nutzung mit meinem GameCube angeht, so hat der Warrior meinen Wavebird sowie den GameCube-Controller von den Retro Fighters längst in Rente geschickt. Mit dem mitgelieferten 2,4 GHz Adapter kann man den Warrior ganz bequem mit der Konsole verbinden, was den Spielspaß in neue Höhen hebt. Einfach aufgrund der genannten Features wie den Hall Effect Sticks, den Hall Effect Triggern und den Mikroschalter Buttons. Ich habe in den letzten Tagen einen Haufen GameCube-Spiele gespielt und kann euch mit gutem Gewissen versichern, dass ihr keinen besseren GameCube-Controller bekommt. Selbst das Original von Nintendo kommt meiner Meinung nach nicht an den Warrior heran. Seit dem Launch des GameCube war es so schwer, taugliche Third-Party-Controller zu finden. Ja, der Retro Fighters-Controller ist sehr gut, fällt aber im Vergleich zum Warrior deutlich ab. Es macht einfach Bock, damit GameCube-Spiele zu spielen. Allein Games wie 007 Nightfire oder Timesplitters 2 und 3, die bisher nie optimal mit dem GameCube-Controller spielbar waren, dank dem C-Stick, sind jetzt ohne Einschränkungen spielbar. Gleiches gilt auch für Kampfspiele, die sich auf das D-Pad verlassen haben. Wer also den perfekten GameCube-Controller für seinen Würfel sucht, kommt am Warrior nicht vorbei. Und wer eine Wii oder Wii U zu Hause stehen hat, kann den Controller natürlich auch ohne Einschränkungen nutzen. An der Wii einfach einstöpseln und an der Wii U geht das Ganze mit dem Nintendo GameCube-Controller-Adapter. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum der Empfänger einen USB-C-Slot hat, dieser dient zum Aktualisieren der Firmware oder auch zum Nutzen am Rechner. Ja, ihr hört richtig, den Warrior kann man auch bequem am Windows-PC nutzen, was natürlich für all die interessant ist, die Dolphin installiert haben. Dabei könnt ihr den Warrior gleich auf drei verschiedene Weisen mit dem Rechner verbinden. Entweder nutzt ihr das beiliegende und übrigens sehr hochwertige USB-Kabel, um den Controller kabelgebunden mit dem Rechner zu nutzen, oder ihr verbindet ihn einfach per Bluetooth, was ebenfalls problemlos funktioniert. Wie auf der Switch lässt sich der Controller mit Druck auf den Pairing-Button sofort erkennen und als Wireless-Bluetooth-Controller verwenden. Wer mit der Bluetooth-Verbindung keine guten Erfahrungen gemacht hat, kann den GameCube-Empfänger zur Hand nehmen. Im Lieferumfang liegt ein kurzes USB-C auf USB-A-Kabel bei. Schließt ihr den Adapter mit diesem Kabel am Rechner an, könnt ihr den Warrior als 2,4 GHz-Controller nutzen und so von einer kaum vorhandenen Latenz profitieren. Ganz ehrlich, was will man da mehr? Egal wie ihr es macht, der Warrior lässt sich via Dolphin problemlos konfigurieren und mit GameCube-Spielen nutzen. So könnt ihr eure Lieblingsspiele in hoher Auflösung, eventuell mit HD-Texturen und dem passenden Controller erleben. Einfach genial. Und wer lieber auf seinem Android-Gerät emuliert, wie etwa mit einer Android-TV-Box oder einem Gerät wie dem Odin 2 Pro hier in meinem Fall, der kann den Warrior ebenfalls bequem nutzen. Da das ein Bluetooth-Gerät ist, kann man ihn mit dem Android-Gerät verbinden, in Dolphin konfigurieren und loslegen.
Dabei steht auf der Verpackung nichts von Android-Kompatibilität, aber glaubt mir, ich habe es getestet und kann es bestätigen, es funktioniert super. Selbst iOS-Nutzer, die ein iPhone oder ein iPad zu Hause haben, können den Warrior nutzen. Nur habe ich leider keine passende Hardware, um das zu testen. Aber ja, das sind meine vier Use Cases. Ganz gleich, ob an der Switch, am GameCube oder an der Wii, am PC oder an der Android-Box. Der Nixie Warrior ist in meinen Augen der perfekte GameCube-Controller. Zwar hätte ich wirklich gerne einen konvexen GameCube-Analogstick gehabt und auch ein finaler Druckpunkt bei den ZL und ZR-Schulterträgern wäre geil gewesen. Aber abgesehen von den beiden Kleinigkeiten habe ich nichts zu beanstanden. Das Teil ist qualitativ hochwertig, kommt mit haufenweise Features, erlaubt es euch, den Controller euren Wünschen nach einzustellen und funktioniert einfach wie es soll, mit dem System, das euch am liebsten ist. 55 Euro könnt ihr, was das angeht, nicht besser investieren. Klickt auf den Link in der Videobeschreibung und sichert euch den Warrior. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass dieser recht schnell ausverkauft ist, wenn sich die Qualität und der Nutzungsumfang herumsprechen. Und das war's letztendlich auch mit diesem Video. Ich denke, ich habe alles zum Warrior gesagt, was gesagt werden musste. Ich bin hellauf begeistert und denke, dass Nixie hier einen neuen Maßstab für Third-Party-Controller gesetzt hat. Aber wie seht ihr das? Habt ihr euch den Warrior bereits gekauft oder werdet ihr noch zuschlagen? Schreibt mir gerne in die Kommentare und wir quatschen ein bisschen drüber. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Anschauen und hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn das so ist, dann lasst gerne ein Like da. Bis zum nächsten Mal hier auf Andi zockt. Adios, euer Andi.